hinteren Türen nur für den Eingang gedacht und die vorderen nur für den Ausgang. Willkommen zu dieser Präsentation. Ich hoffe, ich spreche den Namen korrekt aus. Es ist Dubrovsky. Nika Dubrovsky wurde noch in der sowjetischen in der Sowjetunion geboren. Und sie zog nach New York, so wie ich das verstehen konnte, und wohnt jetzt seit 6 Jahren in Berlin. Und sie ist eine Künstlerin und Künstler machen unser Leben besser und versuchen ihm Farbe und Gefühle zu vergeben. Und sie betätigt sich stark in Projekten wie diesem, Anthropologie für Kinder. Und das wird in einem Open-Source-Buch erzählt werden, namens Was ist Privatsphäre? Also, ich arbeite an diesem Projekt schon für einige Jahre und ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich bin nicht sehr erfahren als Sprecher. Ich werde dieses Projekt beschreiben und ich hoffe, ich habe angefangen daran zu arbeiten, weil ich ein Buch über Piraten für meinen 6-jährigen Sohn geschrieben habe. Und ich hoffte, es wäre ein dramatisches Buch über die erste anarchistische Gemeinschaft und über. Es war ein. Und es war sehr, sehr süß und kitschig. Und ich dachte, okay, es ist wirklich toll, Bücher für Kinder zu schreiben. Aber ich würde lieber Bücher schreiben über Bücher, die Dostojewski als grobe Fragen bezeichnet. Was ist Tod? Was ist Geld? Und halt alles, worum es im Leben wirklich geht, inklusive was ist Privatsphäre? Und dann begann ich halt Bücher zu schreiben, die ich als einen Hack in den sozialen Code verstehe. Und wir können uns nur bilden, und ich sah das bei meinem Sohn, als er seine Bildung erhalten hat, wenn wir von geschlossenen Produkten auswählen können. Und es ist sehr, sehr selten, dass die Kinder und auch die Erwachsenen die Medien, die wirklich wichtigen sozialen Ideen auseinander und für sich selber rekonstruieren können. Und ich dachte, dass für mich einer der größten Einflüsse war die sowjetische Kinderliteratur aus den 20er Jahren. Und vom Beginn der Konstruktion der revolutionären Identität der sowjetischen Gesellschaft. Und zu Beginn wehrten sich die Leute nicht dagegen. In meiner Zeit war die sowjetische Kinderliteratur schon sehr progressiv und hatte viele wichtige Qualitäten. Und Anthropologie für Kinder ist gedacht als ein Web-Netzprojekt aus frei herunterladbaren Büchern, inklusive halt Wikis und auch ein Zeichenbuch, wo die Kinder reinschreiben und reinzeichnen können mit anthropologischen Ideen, sodass alle Kernfragen, eben, was ist Familie, um da zu illustrieren, dass man viele unterschiedliche Antworten haben kann, abhängig von der Kultur, wo man herkommt, der Zeit, wo man herkommt. Und zu dieser Frage stellen die Bücher ein Rahmenwerk bereit, auf das man sich beziehen kann und in dem man seine eigenen Ideen konstruieren, seine eigene Identität konstruieren kann. In Russland heißt es Geschichte des Rechts, der Justiz.
Das ist eine Geschichtsseite, wo verschiedene revolutionäre Proteste beschrieben werden. Und da geht es nicht darum, dass man wiederholt, was da steht, sondern dass man kommentiert, was darauf steht. Und in einem anderen Buch geht es jetzt eben hier, wie hier, um Privatsphäre. Und da geht es darum, dass man verschiedene Wege auch erkennt und lernt, wie man mit seiner Privatsphäre umgehen kann. Und das Buch ist noch nicht fertig und darum geht es auch hier in meiner Präsentation. Privatsphäre kann man auf verschiedenen Ebenen verstehen. Auf der Ebene des Zugangs, des Einschlusses, des Ausschließens, kann aber auch beschrieben werden als Privatsphäre des Körpers, als Intimsphäre, als Privatsphäre im öffentlichen Raum und dieses Verhältnis zwischen öffentlich und privatem. Und das ist auch eine der wichtigsten und betreffendsten Fragen für mich persönlich. Und früher war es so, dass ein Privileg war, seine Privatsphäre zu haben. Nur Reiche konnten es sich leisten, ihre Gesichter und ihre Hände zu verhüllen. Und die Prostituierten waren gezwungen, sich nicht zu verhüllen. Und das war eine Strafe. Und heutzutage, und so war das in Babylon. Und in Saudi-Arabien ist es genau umgekehrt. Die Frauen müssen sich verschleiern. Und in Europa, Schritt für Schritt, in einem Land nach dem anderen, werden nun die Burkas verboten. Als Schutz der Frauen, ohne aber hier zu hinterfragen, was Privatsphäre ist. Und das war an einem französischen Strand letztes Jahr und diese Frauen tragen den Burkini und sie wurden von bewaffneten Polizisten gestoppt und dazu gezwungen, den Burkini abzulegen, sich auszuziehen. Weil sie wurden dafür bestraft, dass sie den Burkini getragen haben. Also auch privat. Ihre Privatsphäre kann auch als Drohung verstanden werden. Das ist ein anderer Weg, eine andere Art der Privatsphäre. Sie tragen ihre Masken als ein Zeichen, sich an ihrem Kampf zu beteiligen. Eine Maske zu tragen und fürs Militär ist, ja. Und für sie ist die Maske auch ein wichtiges Werkzeug, um erfolgreich in ihrem Kampf gegen die Regierung zu sein. Und so kann niemand beweisen, ob der Maskenträger jetzt die eine Person ist oder jemand anderes. Diese Art der Privatsphäre erlaubt ihnen auch eine neue Art der Gemeinschaft zu bilden, zu der auch viele Menschen in der Welt, ganzen Welt Bezug nehmen und darauf Bezug nehmen können. Das Pussy Riot wendet das aber auch in einem theatralischen Sinne an. Ihre Namen und ihre Gesichter waren bekannt und doch bei ihren Auftritten verwendeten sie Masken. Und auch dies ist wiederum eine ganz andere Art, indem man Körperteile dem öffentlichen Raum präsentiert, die allgemein als privat gehalten werden, kann man auch etwas zum Ausdruck bringen, das sonst schwerlich zum Ausdruck
gebraucht werden könnte. Und auch die Fashion-Industrie, die Modeindustrie ist darauf gekommen, dass man mit Privatsphäre, mit Masken, mit der Sichtbarkeit spielen kann und mit der Kontrolle über die eigene Sichtbarkeit auch Mode-Statements machen kann. Und wir können mit Masken unser Alter, unser sichtbares Geschlecht verändern. Und nun, ich wuchs in der Sowjetunion aus und da war ein sehr spezielles Privat- und öffentliches Verhältnis. Und wir sahen alle sehr ähnlich aus und man konnte sehr stark den Ausländer sehen. Und das war auch durchaus so gewollt und man konnte auch die Und natürlich haben wir auch Massenüberwachung. Und die verließ sich darauf, dass sich Nachbarn gegenseitig verrieten. Und als ich in den 80ern aufwuchs, war das nicht mehr gängig. Und die Sowjetunion war vorbei und es Lenin war natürlich unser kollektiver Großvater, der über uns wachte. Der wichtige Teil oder der sowjetischen Elite waren Künstler und Dissidenten, die sehr erfolgreich für ihre künstlerische Autonomie gekämpft haben. Sie sitzt auf dem Balkon und sieht sich. Die Künstlerin demonstriert dadurch, dass sie im öffentlichen Raum privat ist und das war verboten und mir kam das während dem Aufwachen sehr heroisch und wichtig vor. Das ist eine künstlerische Performance nahe dem Lenin-Mausoleum in Moskau. Und das ist ein Kuchen. Und die Leute wurden in diese private Künstlergalerie eingeladen und aßen den gemeinschaftlichen Großvater. Und das war ein sehr, sehr brutales, aber effektives Bild, wie man das Öffentliche privatisieren konnte in der Sowjetunion. Dieses Bild zeigt, wie Leningrad in den 90er Jahren aussah. Die totale Privatisierung des öffentlichen Raums. Und ein weiteres gutes Beispiel in diesem Bereich sind diese zwei Leute. Michael Verbitsky, welcher ein Buch geschrieben hat, die Wissenschaft des Urheberrechts. Und der ist auch ein erfolgreicher Mathematiker und ging auch an westliche Universitäten, um dort Vorlesungen zu halten. Und Ilya Pugac, welcher eine Firma namens Beard LLC organisiert hat und diese Firma hielt das Recht an seinem Bart als
Registered Trademark und er verklagte dann Leute, die einen ähnlichen Bart hatten. Und er verklagte dann den Herrn Verbitsky, weil sein Bart ähnlich sieht und Herr Verbitsky musste dann dafür auch zahlen und ließ dann seinen Bart wachsen, um dem weiterhin zu entgehen. Ich weiß nicht, ob er erfolgreich war, da rauszukommen, aber es war eine recht große Sache. Privatization of our privacy everywhere is that it's again become a human rights issue. Very es, much. Es ist jetzt wieder eine ein Thema über Menschenrechte. Die Sowjetzeiten scheinen dagegen regelrecht kindisch zu sein gegen das, was jetzt passiert. Und ich glaube, indem ich diese Bücher schreibe, versuche ich etwas dagegen zu tun, dass sich das entwickelt. Und ich denke, was sehr wichtig ist, ist ein Werkzeug zu entwickeln, für eine Art von sozialem Hacking zu entwickeln, sowas wie soziale Kryptopartys mit Kindern und allen anderen, bei denen die verschiedenen Ideen, wie wir Privatsphäre verstehen, verteilt in einem großen Maßstab verteilt werden können und für andere Leute verständlich werden. Und es wird ein Freund von mir hat in einem Interview gesagt, dass eine gewisse Prozentsatz an Leuten die Verschlüsselung in ihrer privaten, wenn ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung Verschlüsselung in ihrer privaten Kommunikation verwendet, dann wird es zu teuer für die Regierung, uns auszuspionieren. Und warum das nicht so ist, ist, weil es zu kompliziert ist, Verschlüsselung zu benutzen. Und, aber wenn wir um zurückzukehren zur sowjetischen Kinderliteratur, ich denke, diese Leute waren schon sehr effektiv darin, wie sie ihre revolutionären Ideen auf diese Hunderten von Millionen Leute verteilen konnte, welche im russischen Imperium damals, als die Revolution passiert war, verteilen konnten. Social quality, they accommodate this huge amount of people who came from villages. Wie sie diese enormen Massen von Leuten aus allen Dörfern auf ihre sozialen Einstellungen bringen konnten. Und in diesem Buch über Privatsphäre werde ich eben mit Michael Wertzinski sprechen, als einer der Experten. Er war Teil von Cambridge Psychometrics, welches dann zum Modell für Cambridge Analytica wurde, welches deren Software dann beim Brexit und bei der Wahl von Trump eingesetzt wurde. Und Michael Kaczynski, created his program of schrieb damit sein Programm, um Informationen aus sozialen Netzwerken zu extrahieren. Und
harmful things. Und warnte auch Leute davor, dass das zu sehr schädlichen Zwecken verwendet werden könnte. Could be built. Could be harmful. And yeah, so I was thinking that maybe here in the Congress I can find somebody. Also dachte ich, hier auf dem Kongress kann ich jemanden finden, der auf die eine oder andere Weise zu diesem Privatsphärebuch beitragen kann und es besser zu machen oder eine bessere Form zu geben. Die könnten zum Beispiel kleine Stücke Software beitragen oder und können vielleicht die Kaczynskis Fragen beantworten. Ich will meine Privatsphäre schützen. Mir ist Verschlüsselung zu aufwendig. Und vielleicht könnte das funktionieren. Und das war's. Mika Dabrowski. Fine, thank you. That was great. Actually, I have a first question, and I would love to see some other questions here as well. First, a practical thing. I understood that the next lecture will not go through, so we have some more time. Wie ich es verstehe, wurde der nächste Vortrag abgesagt, und damit haben wir mehr Zeit, um eventuell hier dazu beizutragen und und hier Lösungen eventuell zu finden. Und so wie ich es verstehe, hast du auch mit Kindern zusammengearbeitet. Noch nicht für dieses Buch, aber für andere Bücher aus der Serie. In einem kleinen Rahmen in Berlin oder in New York, wo du vorher warst. Wir haben Workshops durchgeführt, und diese Workshops sind ein wichtiger Teil des Prozesses. Es ist sehr wichtig, den Kindern Auge zu Auge zu anschauen und ihnen zuzulassen, dass sie ihren Teil beitragen können. Und ich dachte, ich tat einige dieser Bücher in Russisch. Das ist meine nächste Frage. Vor diesem Vortrag sagten Sie mir, dass wir alle auf eine gewisse Art und Weise Kinder sind. Ja, und Kinder sind unreif. Wenn du mir beschreiben würdest, wie ich meine E-Mails verschlüssele, dann wäre ich wesentlich unfähiger als mein 14-jähriger Sohn. Okay. Gibt es Fragen an Nika? Androids, bots, someone there on the web? No one. Okay, then I have to come up with another question. How do we use that book? When is it there? When it will be published? Wie verwenden wir dieses Buch? Wann wird es rauskommen? Ist es open source? Wann wird es veröffentlicht? Es wird auf. Wo können wir das finden? Es ist auf WikiKids und auf eine Webseite. Die Webseite ist a4kids.org. a4kids.org. Meine Frage war, wann können wir uns das ansehen? Das Buch wird wahrscheinlich in so 3 Monaten fertig sein. Other people here would like to collaborate. Probably they will connect you after this lecture. No one here has die Leute, die mitarbeiten wollen, werden wir nach dem Vortrag zusammen stecken. Thank you very much, Nika. Once again, I hope to talk a lot later with you.